Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Call of Duty Black Ops 3 Freunde. Unser Missionsziel heute ist, begeben Sie sich zum Wolkenberg und holen sich die Datenträger. Mein Name ist im Übrigen Sirius, ich sammle keine Sammelstücke. Schade. Mitten im Herzen Ihrer Operation. Oh. Was finden wir, dass wir uns sagen, genau dahin? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Nil-Requisitionskorps ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind die auf Urlaub hier? Bin ich hier alleine oder ist der Rest vom Team auch noch da? Wo seid ihr hin? Okay, da vorne ist Hendrix. Sieht sehr schön hier aus. Ist ja auch schon mal viel wert. Ich gehe mal hier die linke Route. Hendrix rechts, ich links. Total gut abgestimmt. Schöne Lensflare-Effekte. Ey, jetzt sagt der platzt, der Kriegsherr. Ah ne, der hört so ganz kurz auf zu reagieren, ne? Reizüberflutung. Ja, ein bisschen in Deckung. Was können wir noch machen? Nee, die Sicht wollte ich nicht. Können wir die hier lenken? Nö. Das sind nur die normalen Schwarmbots, die ja auf nichts was explodieren könnte hier. Ah doch, der Schwarm fällt auch ihn an. Seht ihr das? Aber scheint ihn nicht so stark zu beeinflussen, wie ich mir das erwünscht hätte. Augenblick. Versuchen wir mal adaptives Kernfeuer. Ist er tot? Nein. Hüpft er da hinten wirklich hin und her? Nee, das funktioniert nicht. Überlastet! Da haben wir ihn. Da sind welche von meinen Jungs da unten. So, kommt Jungs, vor, los geht's. Ihr seid Roboter, ihr seid KI, ihr seid die künstliche Intelligenz, die Hoffnung des Kampfes von morgen. Jetzt wollen wir was sehen. Naja. Kann man hier eigentlich so einen Apfel wegschießen? Nein. Wie schön, da wieder direkt so. Ey, jeder Shooter, das ist so typisch, ne? Überall stehen Gegner rum und die eigene KI und so läuft da einfach so dran vorbei und so. Da muss man doch nicht schießen. Ich gehe mal hier hoch. Das finde ich immerhin ganz gut, dass es so ein bisschen die Möglichkeit gibt, sich seinen Weg selber zu suchen. Habe ich was gegen Geschütze? Nein, ne? Okay, da oben die Roboter habe ich explodieren lassen, das war jetzt nicht so schlecht. Ja, ich habe das leider nicht ausgerüstet, das mit dem Geschütz. Das hätte ich machen müssen in dem einen Raum, das wusste ich aber da noch nicht. Hätte das Spiel ja mal erwähnen können, sowas wie. Rüste das aus. Ey Kumpel, du funkst, geht's dir gut? Das ist der 4349 41P und dem geht's nicht gut. Komm Junge, komm mit. Rette uns mal den Arsch hier. Achtung, 54i Verstärkung nähert sich. Ah ne, wir können ja nicht. Hier ein bisschen Muni aufheben. 240 können wir tragen. Wollt ihr das eigentlich lieber so ein bisschen actionreicher, so ein bisschen schneller, so ein bisschen langsamer? Wie würdet ihr das selber spielen?
So, der Kollege ist links hochgelaufen. Na toll, ich konnte anscheinend nicht links hochlaufen. Na, was ein Schwachsinn, ey. Da überlege ich gerade noch, ob ich das so actionreicher spielen soll. Und dann gehe ich sofort drauf, weil ich gedacht habe, ich könnte da hochhüpfen wie er. Pass mal auf, er hüpft nämlich jetzt gleich so die Wand hoch. Und zwar, Moment, ich muss mal eben wieder aufrüsten. So, und er läuft jetzt so links die Wand hoch und ich habe da nur so einen blöden Hüpfer gemacht. Guck mal, ob da jetzt. Hilfe, bitte! Zack, zack. Konnte ich nicht. Hat er bei mir nicht gemacht. Ich könnte aber jetzt den Schwarm da hochschicken, oder? So, da geht der Schwarm los. Killt alles, was er killen soll. Hoffe ich. Eine Explosion. Okay. Brücke vor, Deckung geben. Gebe Deckung, los. Ist er jetzt da oben raufgelaufen nach links? Meiner. Ich schick mal einen Schwarm los. Wir müssen uns um das Geschütz kümmern. Nein, das kann ich jetzt leider nicht. Oh, 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 oh. So, schon wieder so ein Superheld. So ein Unsterblicher. Warlord, oder wie hießen die? Ich weiß es gar nicht mehr. Bin aber immer furchtbar schlecht, mir sowas zu merken. Okay, wir sind im Schützengraben. Wie Opa damals. Also ich muss sagen, die Partikeleffekte und so, das ist alles echt geil. Ich glaube, wenn man nur zuschaut, kann man die sogar noch besser sehen, als wenn man selber spielt, oder? Munition aufstocken. Mal wieder auf explodieren gehen. Ey, du gehörst gar nicht zu uns, oder was? Explodier, mein Freund. Ja. Wo muss ich denn hin? Da hinten irgendwo. Mann, noch schneller schießen kann ich nicht. Ich habe keinen Rapid Fire Controller. Ja, da bist du down, Alter. Low and slow. Muss ich hier dann auf Wallrun und diese ganze, das ganze Zeugs ausrüsten, was? Ich gehe mal immer schön hinter den Robotern her. Das scheint mir wesentlich geschickter zu sein. Hey, aus dem Weg! Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Sag was, dass ich nicht schon weiß. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Hub. Hey, haust du mal ab? Pistole ist eigentlich auch echt geil. Wisst ihr, was ich so ein bisschen vermisse?
In den alten Parts, da gab es doch dann immer so Schleichmissionen. Und kennt ihr noch diese ganz legendäre Mission? Welcher Teil war das, wo man sich so auf den Boden legen musste, wo die Feinde so an einen vorbeigegangen sind? Da ist man so im Gras gerobbt, so getarnt. Welcher Teil war das nochmal? War das wirklich MW1? So dieses Tschernobyl-Level? Legendär, ey. Beste, wo immer gibt. Uah! Scheiße, diese Fuck-Drohnen, ey. Hab ich irgendwas gegen die Drohnen? Bam! Da sind sie weg. Das hat doch mal halbwegs gut geklappt. So, ich laufe einfach mal einen anderen Weg. Komm her, gib mir Muni. Hey Hendrix, was geht ab? Ich bin hier oben, Bro. Aber ich kann keinen Wallrun. Explodier! Bam, da geht der Terminator in Schall und Rauch auf. Seht ihr irgendwas? Boah! Wo ist Medipack? Auf welchem Button? Ja klar, der... Kannst du dich mal um die anderen kümmern? Macht er nicht, okay. Ich glaube, ich sterbe gerade. Müsste er da nicht einfrieren oder sowas? Nein, müsste er nicht. In your motherfucking face! Fertig gemacht! Ich meine, das habt ihr jetzt nicht gesehen. So, das war. Die Roboter sind lustig. Für die Dinger haben wir nicht genug Feuerkraft. Er ist schwer gepanzert, aber nicht kugelsicher. Deine Waffen kriegen ihn klein. Ja! Ich komme mir so ein bisschen vor wie Rambo. Der Serverraum ist im obersten Stock. Wir müssen wohl nach oben. Aufteilen. Es läuft nicht so 100% flüssig. Also die meiste Zeit schon. Wow. Okay, wir müssen uns aufteilen. Das war damit gemeint, dass ich hergehen kann, wo ich will, oder was? Komm her, Robi, wir gehen hierher. Sirius, Tobi und das Flievertü. Voll das mächtige Ding, was ich habe. Aber das habe ich schon öfter gehört. Boah! Boah, totgeschlagen. Hui. Der Serverraum ist im obersten Stock. Wir müssen wohl nach oben. Aufteilen. Okay. Ich geh rauf, ich geh rauf, ich geh rauf. Ja, lad ruhig nach. Ey, jetzt war's gerade am Ruckeln. Habt ihr das gemerkt? Warum? Was ist hier los? Da war noch eine, die ist ja, glaube ich, gerade brennend runtergefallen, oder? Kann das sein? So, wo ist der Kollege von Robby, Tobi und das Flievertü? Ja,
Evakuierung bei der Markierung. Bio-Kuppeldach über dem Pflanzenberg. Vitol startet bei Paketbestätigung. Verstanden. Ja, na klar, dass du direkt vor mir stehst, Alter! Nein, 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 nein! Wessen Idee war das überhaupt, dass ich vorgehe? Kann ich nicht irgendwo hinten stehen und darauf warten, dass es besser wird, dass ihr schon ein paar Leute gekillt habt oder so? Gott, oh Gott, ey. Oh! Halleluja, ey. Wo ist denn so ein Ding? Da kann ich vielleicht noch mal was explodieren lassen. Ne. Da. Platt hier, ne? Ich lade mal nach. Ey, wir brauchen mal eine Sekunde zum Durchatmen, meine Freunde. So ein Stress hier, ey. Alter Schwede. Hendrix, was ist los? Läuft bei dir, oder was? Hashtag läuft. Ich bin da. Okay, wohin jetzt, Kane? Serverraum, direkt oberhalb. Vollkommen platt und weggemäht, ey. Julan ist in die Ecke gedrängt. Sie wird mit dem handeln. Achtung jetzt. Karton-Action. Wartet. So, seht ihr freies Sichtfeld. So haben die das ganz klug durchdacht. Weil vorher mit dem Karton ging ja gar nichts. Und dann kann man sich wirklich den Karton runterschlagen. Hier das gleiche. Ja. Ah, hier erhöhte Schwierigkeitsstufe. Muss man nämlich zweimal schießen. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Zweimal schlagen, meine ich. Burn, motherfucker, burn. Hendrix, bist du schon weiter oder was? Ich habe jetzt nicht so viel gesehen, muss ich gestehen, aber ich habe mal rübergeballert. Wahrscheinlich muss man auch viel mehr diese taktische Ansicht nutzen oder sowas, ne? Ich nutze wahrscheinlich nur die Hälfte aller Features, die das Spiel überhaupt bietet. Wow! Wo? Ah, da. Und müssen eigentlich alle? Ja. Sehr schön. Ich komme mir nicht mehr vor wie Darth Vader. Den Geist nicht angreifen, wenn es nicht sein muss. Wenn er dich erfasst, bist du geliefert. Solange du in der Bio-Kuppel bist, ist alles gut. Total fantastisch. Da scheint noch mehr Verstärkung unten in den Pflanzenberg einzudringen. Egal. Gojulan und die Datenträger haben Priorität. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so eine Terminator-Roboter-Schlacht ist jetzt hier über Level für Level, ey. Das wird sich wahrscheinlich das ganze Spiel durchziehen, oder? Das ist nochmal anders hier bei Clone Wars. Willkommen bei Call of Duty, The Clone Wars. Okay, solange ich in der Kuppel bin, ist alles gut, hat sie gesagt. Luke, fühl die Macht. Wow, Granate, das kann ich zurückwerfen können. Ich spinne, ich lege mich mal hin.
Wo ist denn der da, oder? Ich sehe den gar nicht da irgendwo so durch. Ey, wo bist denn du da drüben, du Vogel? Irgendwo da so. So, wohin ist gehen wir in die Arbeit? Nach oben oder was? Komm, Hendrik, wir haben hier keine Zeit. Die Leute wollen Action sehen, Ballereien, Schießereien, Kugeln verschwenden und den ganzen. Wirf eine Granate rein. Wow! Achtung, Karton, Action! So, meine lieben Freunde, während wir hier gegen Roboter kämpfen, würde ich sagen, ich verabschiede mich mal aus der heutigen Folge. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, junger Skywalker. Und hau rein! Sie hat begonnen, die Datenträger zu entschlüsseln. Der Upload geht direkt auf den öffentlichen Server. Jede Information von den Datenträgern geht gleich an die CDP.